Hallo, Freunde der Spikulturen, willkommen zurück zu den Abenteuern von Timo Fußballtus Cartridge Convert. Teletext, der erste eingetragenes Warnzeichen mit seinem Schaf Betsy Level 7 Sheep. Ja, wir sind wieder da in Cube World. Wo war letztes Mal beim Lager? Ich wollte mal zeigen, wenn man hier startet, dann steht das Tier immer so lustig in einem drin. Hallo Betsy. Hallo. Na? Na, wie ist es? Ich hüpfe jetzt auf dich drauf. Pass auf. Oh, und dann sitzt sie auf dir drauf. Ja, was sollten wir als nächstes machen? Wir haben im Astar Forest zuletzt hier das Radieschen platt gemacht. Sollten dann mal jetzt auf die weitere Reise gehen, zu den Schwertern da hinten vielleicht. Temple of Damario haben wir ja nicht geschafft. Ruins of Antar wurde uns ja empfohlen, da mal hinzugehen, aber wir haben gar keinen Quest da. Und wenn, dann machen wir halt die Quest, um die Platinum-Münzen zu bekommen. Also müssen wir mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall nach Osten, Süden so ein bisschen. Ost, Süden. Südosten. You cannot carry more of these items. Gucken wir mal eben, ob hier ein Fluss in der Nähe ist. Sieht jetzt gerade aber nicht so aus. Oder ist da einer? Nee, sieht man schlecht. Dann können wir nämlich mal ein paar Potions wiederherstellen. Haben wir denn noch genug Wasserflaschen? Ja, wir haben auch genug Wasserflaschen. Können wir ein paar coole Life-Potions herstellen. Mit einem Schuss tot? Übrigens, Cube World wurde geupdatet. Es ist jetzt nicht mehr möglich, in Gasthäusern die Uhrzeit jeder Zeit zurückzusetzen, sondern man muss zwischen 6 am, also 6 Uhr abends und 6 Uhr morgens im Gasthaus sein. Und dann kann man halt die Zeit zurücksetzen auf morgens 7 Uhr oder so ist das dann. ...3 XP für nix. Also das war echt einfach. Was haben wir hier? Eisen. Können wir sogar noch mitnehmen. Ah, mal gucken. Hier sind auf jeden Fall wieder Fledermäuse bestimmt irgendwo drin. Aber hier gibt's auch bestimmt wieder... Ah, Silber. Sehr schön. Na, entspann dich. Bleib geschmeidig. So, da hinten leuchtet auch wieder was. Mushroom. Batscha, 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 batscha. Wer erinnert sich daran noch überhaupt noch an das Video? Es ist bestimmt auf YouTube auch zu finden. Batscha, 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 it's a snake. Oh, Gold. Da komme ich so nicht dran. Versuchen wir vielleicht mal mit einer Bombe ein bisschen was Platz zu machen. Oh, hat sogar sehr gut geklappt. Hier geht's wieder raus. Das wollen wir aber gerade überhaupt nicht. Hier war doch noch was. Es hat doch irgendwo hier auch noch geleuchtet. Da ist eine Fledermaus auch noch. Können wir gerade nicht so viel. Ach, hier geht zum einen raus. Und die machen ja gar keinen Schaden mehr an mir. Ich muss ja gar nicht mehr ausweichen. Hallo Deutsch. Da unten sind wieder irgendwelche Materialien. Eisen. So, noch mehr Eisen. Und hier hinter sollten Kristalle sein, oder? Ja, genau da. Oh, komm, ganz locker. Muss sagen, echt viele Ressourcen hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Magier ist stärker geworden seit letztem Mal. Wahrscheinlich, weil ich jetzt einfach nur leichtere Gegner überall hier habe. So. Ich glaube, das war jetzt aber der Gesamtinhalt der Mine. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Da in die Richtung müssen wir. Habe ich Punkte zu verteilen? Nein.
Schade. Ach ja, komm her, Betsy, ich reite natürlich auf dir. Dann sind wir um 4% schneller. Ich glaube, 60% Reittempo habe ich. Beschleunigung. Kann man eben kurz mal nachgucken. Naja, 9% schneller sind wir unterwegs auf dem Reittier. Hallo, Krokodil. Du bist rot. Lass mal was drauf ankommen. Na, du bist doch eh schon erledigt. Boah, 12 XP und das war gar nicht so schwer wie gedacht. Betsy und Timofos Baltus reiten durch den Wald. Der Wald ist doch ein Dschungel. Alpaka. Alpaka? Magst du keinen Donut? Entschuldigung. Nee, anscheinend mochten die gar nicht Donut. Oder war das der weiße Alpaka dann? Egal. Bam. Hauptsache, der fliegt weg. Schaden insgesamt. Das habe ich doch letztes Mal noch nicht gemacht. Oder doch, 70 konnte ich, glaube ich, sogar schaffen. Tja, gleich ist wieder dunkel. Ich freue mich schon drauf. Deshalb geben wir jetzt einfach Gas und reiten durch. Egal, ob wir verfolgt werden oder nicht. Weil sonst erreichen wir die Schwerter da hinten nicht mal mehr in dieser Folge. Ah, Mann. Du. Aua. Du heißt einfach nur Human. Du wolltest sicher meine Güter haben. Jetzt nehme ich mir deine. Moment. Ah, nee. Das ist für Rouge. Ich dachte erst, der hätte richtig gute Armschienen für mich. Aber war einfach nur doof gucken von mir. So, gut, dass wir jetzt mal eben hier auch Wasser haben. Dann können wir nämlich die Waterflasks eben herstellen. Wobei mir auch einfällt, gute Info, man muss nicht die ganze Zeit klicken. Weil ich habe letztens Summer vor Cube World gesetzt, da durfte sie ein bisschen spielen und sie ist wirklich immer besser geworden, umso länger sie gespielt hat. Und da habe ich so gesehen, dass sie so craftet und alles, da meinte ich, hä, warum läuft das denn bei dir die ganze Zeit durch? Und da hat sie einfach gemeint, ich halte halt die Taste fest. Ich so, ja, okay. Und ich war immer, saß hier, habe immer jedes Mal geklickt. Dabei muss man einfach die Maustaste festhalten. Da habe ich mich, glaube ich, noch beschwert darüber, dass man hier nicht irgendeine Zahl eingeben kann und die craft dann automatisch durch. Tja, man kann ja nicht alles wissen. Proof ist auch nur ein Mensch. Sowas in der Art jedenfalls. Ich schwitze auf jeden Fall. Wenn man ganz genau hinhört, hört man die Tropfen auf den Boden fallen. So. Machen wir mal ein paar Life Potions. Ich würde sagen, so 20 reichen davon. So viele nehme ich ja auch eigentlich gar nicht beim Spielen. So. Auch hier die Kanten sieht man halt noch die Alpha, den Alpha-Status, weil hier ja gar kein Wasser dran ist. Ein Frosch! Den wollte ich jetzt einfach mal mitnehmen. Weil er gerade so einfach lächerlich den Weg lang kam.
Boah, sorry, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in diesem Part einfach nur die ganze Zeit laufen bis zu den Schwertern. Was sind das denn für Tiere? Sehen sehr witzig aus, sehen aus wie Igel. Ich weiß aber nicht, ob das die richtige, ob das ein Igel ist letztendlich. Da sind die Hexen, greifen die ihn vielleicht an? Jo. Echt super, dass ich die XP dafür dann auch kriege. Ja, jetzt greifen die den Bull an. Bullen an, damit sind die nämlich alle tot. Boah, wenn man achtet, wie krass der reinhaut. Der haut einfach alle vier Hexen weg. Jetzt könnte ich die Orks hier auch noch missbrauchen dafür, aber ich muss ja nicht jeden Heldentrupp, der hier rumläuft, in den Tod schicken automatisch. Ach ja, genießen wir die Aussicht. Übrigens auch in den Update-Notes war drin, dass jetzt die Frames festgelegt sind. Also die sind fix, glaube ich, auf 111 Frames, weshalb auch immer jemand darauf kommt, 111 Frames als Maximum in einem Spiel zu hinterlegen. Ich weiß sogar nicht, was der Hintergedanke jetzt dahinter ist, die zu limitieren. Weil mich hat es eigentlich nicht gestört, dass da irgendwie 200 FPS oder so rumstand. Jetzt sind es halt 111. Sonst hat der Patch eigentlich nicht viel gemacht. Ich glaube, irgendwie beim Ranger wurden so ein paar Einstellungen verändert von seiner Skillfähigkeit Scouting oder sowas. Und sonst, aua. Sonst war da jetzt nichts Weltbewegendes mehr. Boah, der Dschungel ist so groß. Wir mal gucken hier die Karte. Einfach nur krass. Was ich auch krass finde, ist, dass die Welt einfach unendlich ist. Also immer, wenn du über eine Grenze läufst, wird einfach eine neue Welt generiert hinter die Grenze. Und es wird ja alles hier, deshalb ist das alles blau, weil es wird alles in Echtzeit so gesehen, wenn du in die Nähe von dem Feld kommst, wird dann erst die Umgebung generiert. Deshalb ist das Spiel eigentlich ein Hardwarefresser ohne Ende. Weil irgendwann ist die Welt natürlich riesengroß. Und es kommt noch dazu, dass ja, was wollte ich sagen? Dass die Datei von der Welt immer größer wird. Weil alles, was generiert wird, wird in der Datei zwischengespeichert dann erst. Also wird irgendwann die Welt riesengroß. Aber muss doch mal gucken, wie sich das entwickelt. Kommt ja auch mal drauf an, wie viele Informationen werden letztendlich gespeichert. Komm, die Spike-Kreatur da hinten, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Sind das jetzt hier Bananenbäume? Bananenbäume. Tja, vor Einbruch der Nacht werden wir wohl nicht mehr ankommen. Obwohl, wir haben ja schon ein ganzes Stück geschafft. Schon die Hälfte des Weges hinter uns. Ah, sind wir ja hier die komischen Viecher. Hornpokolo. Piu, piu. Du, 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 du. Di, di, di. Ach ja, hört ich mal ein Thema zum Sprechen. Einzige, was ich sagen kann, ist, dass jetzt bald vielleicht ein paar mehr Play-Togethers kommen werden. Was in die Richtung geht, aber dass wir jetzt bei GameStar Network die Kommunikationsmöglichkeit zwischen den einzelnen Channels ausgebaut haben und da dann man eher die Chance hat, mal mit anderen Let's Playern zu kommunizieren und darüber zu sprechen, was man denn mal gern zusammen machen will. Also wir haben jetzt auch so eine Play-Together-Börse, kann man sagen, wo man halt sein Anliegen reinmachen kann, beziehungsweise das Spiel. Und dann können sich halt andere YouTube-Let's Player aus dem Network melden darauf, ob die da mitmachen wollen. Und scheiße, ist das ein hoher Berg, wo ich keinen Plan habe, wie ich jetzt darüber kommen soll. Aber ich glaube, ich kann hier von der Seite hier hüpfen.
Weil hier ist der nicht so steil. Komm, Betsy, schaffst du. Ja, braves Mädchen. Finde ich auch immer physikalisch schön korrekt, dass man in eine Richtung fallen kann, dann dreht man um und man läuft zurück in der Luft. Wenn ich in eine Richtung hüpfe, dann kann ich mich doch nicht mehr umentscheiden. Und sagen, nee, jetzt will ich aber doch in die andere Richtung. Tja, was kann man noch sagen? Zukünftige Projekte. Company of Heroes 2 fange ich am Wochenende an. Weil das wurde sich ja gewünscht hier. Es hat dann ein bisschen gedauert, weil ich gedacht habe, C&C Generals muss fertig sein. Das ist aber generell eigentlich jetzt fertig. Und dann können wir mal Company of Heroes 2 durchrocken. Da habe ich nämlich gehört, das wird zwar viel Let's Played inzwischen, aber da sind einige der Abonnenten hier unzufrieden mit bei anderen. Und deshalb sollte ich mich mit dem Thema nochmal auseinandersetzen. Boah, wie sich das anhört. Proof, setz dich mit dem Thema auseinander. Nee, ist gut. Betsy? Ach so. Ich muss irgendwas machen, um abzusteigen. Ich kann nicht mit R wieder von Betsy absteigen. Na komm, lass mich doch schlafen. Ist auch schlimm, dass er so lange im Kampfmodus festsitzt. So, weiter geht's. Bam, 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 bam. Ach ja. Boah, jetzt brauche ich ganz kurz mal Action. Beats sind übrigens auch Tank-Pets, wenn man sie enttamed. Dann sind sie nämlich auch ganz gut, um Gegner zu tanken. Genauso wie die Schildkröte, wobei die Schildkröte das mächtigste, overpoweredes Overtierchen ist, was es zurzeit gibt in Cube World. Also wer die Schildkröte hat, ist der Meister in the Club. Es gibt nichts, was man Besseres zurzeit haben kann. So. Das musste mal gesagt werden, denn ich will gern eine haben. Stattdessen renne ich hier in der Nacht rum auf der Suche nach den Schwertern und nachher ist das irgendwie ein Dungeon, den ich gar nicht betreten kann, weil der einfach viel zu schwer ist. Taps. Die Schwerter sind fast erreicht. Insektenwache. Na, jetzt muss ich mal eben leider hier nochmal das Eisen mitnehmen. Vor allem mit etwas Glück ist ja auch noch hier noch anderer Kram. Ja, genau, komm her. Die sieht eigentlich aus wie Biene Maya. Nur halt anders koloriert. XP. So, Gold gab's hier jetzt. Hier gibt's noch mehr Eisen. Lustig eigentlich, dass ich das Eisen sammle, was ich gar nicht benötige. Ich brauche ja kein Eisen. Hat da gerade jemand gejault? Ja, irgendwas jault hier, eine Eule oder sowas, ne? Hört sich das so an im Spiel. Komm, wir sprengen mal einfach hier so ein Loch in die Wand. Es passiert natürlich nichts. Wer hätte das gedacht? Komisches Geräusch, oder? Ah, den Scrub, den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Weil das sind wenigstens Materialien, die ich auch gebrauchen kann. So, jetzt reiten wir noch zu den Schwertern. Machen wir leider Feierabend. Dann haben wir diesen Part eine reine Reisegeschichte gehabt. Aber war auch ein ganz schönes Stück. Deshalb, wir werden auch nächstes Mal, wenn wir den Dungeon schaffen, oder auch nicht,
werden wir das Gebiet wieder wechseln. Und mein Inventar wird auch langsam voll. Und zwar nach Norden hin und gucken, was da für eine Landmasse wieder auf uns wartet. Ich kann natürlich sagen, ach, wir reisen jetzt zurück ins Schneeland hier unten. Aber wenn ich bedenke, wie lange es schon gedauert hat, hier nach oben zu reisen, zum anderen Dungeon. Oh mein Gott. Wenn ich dann sage, in die andere Richtung, dann könnt ihr ja schon mal 4 Parts euch ausschalten. Und müsst überhaupt nicht mehr zugucken, weil ihr genau wisst, ich reite einfach quer links durch die Lande. So, Fallschaden. Doch nicht. Betsy hat den Sturz gefedert. Schon wieder so ein Froschmensch. Komm, den Fluss noch lang. Da kommt ein relativ hoher Berg auf uns zu. Ich hoffe mal, es ist wirklich ein Dungeon und nicht irgendwie so ein Wald oder sowas, weil im Wald kämpfen ist ja ein bisschen doof. Vor allem bei Nacht. Im Dungeon ist es wenigstens egal, ob ich Tag oder Nachts dahin gehe. Tagsüber oder nachts dahin gehe. Aber hier in so einem Waldgebiet, während es so dunkel ist, nee, da habe ich keine Lust drauf. Betsy mag das auch nicht. Betsy mag die Dunkelheit auch nicht. Piu, piu. Super Mario Proof. Ich habe eigentlich gar keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Aua. Genau. Ja, komm. Na, kriegt Betsy noch ein Level ab? Ja, kriegt sie. Juhu, Betsy ist Level 8. Das Powerschaf. Direkt weiter. Kann ich übrigens auf dem... Wir können mal so einen billigen Heiltrank nehmen. Nee, ich muss auch für den Heiltrank absetzen von Betsy. Schade. Beim Reiten, Trinken wäre für mich eigentlich sinngemäß richtig gewesen. Ab nach Norden. Der Norden ist der neue Osten. Und jetzt? Ist da oben der Gegner? Scheint so. Es ist ein riesiger Ogre? Okay. Ich sag mal, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Da müssen wir nämlich im Dunkeln hier versuchen, den Ogre anzugreifen. Ich glaube, er fällt gerade die Klippe runter. Deshalb gehe ich mal hier so ein Stück weg. Die Silhouette sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Und dann heißt es nächstes Mal Kampf gegen den Ogre. Oder was auch immer es sein mag. Es ist auf jeden Fall sehr groß und ich bin sehr ängstlich. Also, Freunde der Spielkultur, bis zum nächsten Mal. Euer Timofus Baltus Kartusch, Call of Teletext, der erste eingetragene Warnzeichen. Und euer Proof. Ciao.